Hans Hirschi, du bist Verantwortlicher für die Feldversuche hier an der Feldtag 2020. Wir stehen hier in diesen Versuchen. Die sind leider abgesagt, die Feldtage 2020, wegen der Corona-Pandemie. Wie schlimm ist das für dich? Schlussendlich für mich persönlich sehr schlimm. Oder im ersten Moment, als die Absage kam, war ich recht enttäuscht, weil ich habe doch sehr viel Manpower, viele Stunden in die Feldtage 2020 investiert. Die haben schon angefangen im Mai 2018 mit der ganzen Planung, mit dem Sponsoring, mit der Versuchsplanung, mit dem Kontakt zu den Bauern, mit den Lohnunternehmern und all die Arbeiten. Aber schlussendlich war es für mich ein verständlicher Entscheid gewesen. Erstens, weil wenn man jetzt die Feldtage auch durchgewurschtelt hätte, dann wäre vermutlich, weil die Bauern unsicher gewesen wären, gleich nicht die gewünschte Publikumsanzahl an die Feldtage kommen, weil viele hätten sich vielleicht gar nicht rausgetraut, wenn sie noch hätten dürfen. Und durch die Verschiebung von einem Jahr können wir jetzt sehr viel ins Schublädli tun, im Herbst wieder vornehmen. Das gilt nicht nur für uns, das gilt auch für die ganzen Aussteller. Und von daher ist es jetzt schlussendlich sogar eine gute Situation für mich. Also ich sehe es eher positiv jetzt unterdessen. Ja. Ja, wir sehen hier, die Versuche sind eigentlich angelegt, sehen schön aus. Was macht ihr, dass jetzt die Arbeit nicht für die Katz war? Wir pflegen die Versuche selbstverständlich weiter und weiter hegen bis ans Ende. Also Getreidekulturen sind fertig unterdessen, letzten Freitag abgeschlossen mit der Abschlussdüngung und in der intensiven Variante mit dem Fungizid. Vielleicht kommt dann auch Getreidehähnchen-Applikation dazu, weil die sind im Moment in der Population am Aufbauen. Aber es sind natürlich andere Kulturen wie Mais, wie Zuckerrüben, wie Sonnenblumen, wo wir jetzt die kommenden Pflegearbeiten sauber durchziehen, auch Düngungen, Kopfdüngungen sauber werden machen, gemäss Plan. So, dass wir schlussendlich alle Kulturen können auswerten können, also dröschen, ernten, wegen, Qualität bestimmen und schlussendlich auch den Versuchsbericht schreiben. Vor allem die Sortenversuche, die natürlich auch den Bauern immer interessiert. Die werden wir seriös bis hin zu Schlussfolgerungen, Fazit, werden wir durchziehen. Ja. Und 2021, du hast es erwähnt, findet die Feldtage statt. Voraussichtlich, was erwartet Besucherinnen und Besucher im nächsten Jahr? Im Prinzip können die Bauern eigentlich oder Besucher genau das gleiche erwarten wie heuer, mit ganz kleinen Nuancen. Wir ziehen natürlich die Lehren aus diesen Versuchen 2020. Einerseits die ganze Trockenheit, wo Kulturen sicher, vor allem Getreidekulturen, ein bisschen in Bestandesdichte reduziert haben. Das soll ins nächste Jahr nicht passieren, wobei nächstes Jahr wird ein anderes Jahr, da bin ich fast sicher. Aber wir werden sicher diverse Sachen wie Hackversuche, wie wirkstofffreie Versuche, wie herbizidlose Versuche werden wir weiterführen, aber vielleicht da und dort in einer Nuance noch anpassen. So, dass wir jetzt ganz klar aus der Lehre, also aus der Feldtag 2020, unsere Lehre können ziehen für das 21. Und schlussendlich dort noch etwas perfektionieren können. Die Planung ist schon bereits voll im Gang. Wir haben mit den Besitzern, mit den Landbesitzern und den Lohnunternehmern Kontakt aufgenommen, ob sie wieder dabei sind. Die sind definitiv wieder dabei. Die Ländereien, die 14 Hektare, stehen uns wieder zur Verfügung. Und die Planung der Kulturen, inklusive auch die ganze Technologie, die dahinter steht, von modernster Hacktechnik über Niersensorik etc. Das hat man jetzt Zeit, um sauber durchzuplanen. Und wir sind nächstes Jahr auch ein Zweierteam, das diese Feldtage wirklich professionell begleiten und planen kann. Und von dem her ist aus meiner Sicht nächstes Jahr sogar noch eine Steigerung mehr drin in diesen Feldtagen 2021.